So, mal gucken, ob meine Krabbe gerne Pearl Piece isst. Hattest du das nicht schon mal getestet? Weiß nicht, also diese Suppe mag's. Also die gekochten. Ja, wo gehe ich denn jetzt in Deckung? In deinem Schiff? Oh mein Gott. Er schießt im Koordinatensystem. Ja, das muss man erstmal können. Also ich flüchte. Ah, Kokosnüsse. Das ging aber schnell, ne? Boah, was liegt denn da oben? Das sieht aus wie ein Gehirnwurm oder sowas. Oh, Gegner. Denk dran, wir brauchen für jeden 3 Kokosnüsse. Das heißt dann wohl wieder Kaulquapp Magma. Habt ihr schon wieder Probleme mit Schnecken? Nee, aber mit dem Zählen. 3 Kokosnüsse heißt, ich hol 3 und eine kriegst du. Ich hab jetzt 3. Ich war der Erste, der hier war und der Erste, der eine kriegt. Also, ich schwimme auf die nächste Insel. Boah, diese Viecher, die können unter Wasser rummachen und fliegen aber auch in der Luft. Das ist ja widerlich. Widerlich? Wie unnatürlich. Es schwimmt und fliegt. Ich bin schon mal in meinem Element. Wasser. Und ich dachte schon Seramis. Wie weit das hier wohl runtergeht? Will ich das herausfinden? An Land laufender ekelhafter Lockenkopf. Will ich herausfinden, wie weit das nach unten geht, das Wasser? Es geht ziemlich weit nach unten, aber wir müssen für eine der nächsten Missionen müssen wir Kelp mitbringen. Da können wir eigentlich auch abtauchen und gleich mal die Algen pflücken. Ich bin schon längst dabei. Der ist uns mal wieder voraus. Ist noch eine der Quests, von denen ich weiß. Kluger Mann. Kluges Floranerfrau. Das war so mein einziger Grund, eigentlich so einen Planeten aufzusuchen. Naja, vielleicht ist ja jetzt schon hier Lottelstätte. Wer weiß das schon? Ich hab den Lockenkopf unter Wasser geschossen. Hoffentlich geht er kaputt, weil Erluftung, also keine Luft mehr. Och nö, jetzt wollt mich der Augenfisch angreifen. Er guckt mich so böse an. Also der ist ein bisschen, der läuft unter retardiert, würde ich sagen. Juhu, ich kann Salzsalat machen. Und Riffsaft. Na toll. Schmeckt das? Ach, ich bin ja der Hilottel, ich müsste das wissen. Modulkomponente. Was man so alles unter Wasser findet, wenn man Fische abschießt. Aber das hat doch jetzt bestimmt einen Wasserschaden. Das geht doch nicht mehr. Das kannst du noch nicht machen. Das kannst du doch keinem anschleppen. Das ist das Teil, was wir dir gegeben werden. Na, du kennst dich mit Wasserschäden aus. Ja, hoffe ich mal. Krieg ich eine gewischt, ne? Mindestens. So, jetzt habe ich den Kokosnusskram auch abgegeben. Oh, aber er hat einen Kelp vergessen. Ich habe keine Folgequest. Dann musst du erst dein Schiff aufrüsten, glaube ich. Da musst du zu diesem Shady Dealer gehen. Ja, warte, ich guck mal. Ach, und ich pumpe auch gleich ein bisschen Wasser ab, weil das brauchen wir ja später für unsere Bewässerung, für die Farm. Da gibt's ja automatische Geräte, die das automatisch machen, ne? Da muss ich nicht mehr gießen gehen. Also gleich mal noch ein bisschen Wasser einsammeln. Was meinst du? Reichen 5000 Wassereinheiten? Ach nee, aber ich habe erst 720. Vor allem, wie viel muss ich dann China abgeben, weil die immer Ganzkörperbadesitzungen macht. Ja, ich bin ja auch eine saubere Pflanze im Gegensatz zum Fisch. Ja, weil der Fisch zu wenig mit Wasser in Berührung Ganz genau. Der badet ja bloß in der Kanalisation. Ich bin ausgerutscht in der Kacke gelandet. Ich nehme mal für euch Diamanten mit zu dem Outpost. Dann habt ihr die schon mal da für den Shady Wender. Shady Wender. Will der schon wieder was von uns haben? Ja. Unverschämter Kerl. Vielleicht ja auch nur von Razzle. Aber Razzle, also
ich krieg's nicht aus dem Kopf, ne? Razzle Dazzle Root Beer, das war der Cheatcode für Quest for Glory 1. Ich glaube dir. Ne, das ist so. Und er glaubt dir. Ja. Was beschwerst du dich denn, ne? Ja, richtig. Aber hier fühle ich mich fast wie zu Hause. Naja, okay, riesige Augenfische. Naja, ich weiß nicht. Und eine Retardierte. Ich meine, der kann ja nichts dafür. Er ist so, wie der Ozean ihn ausgespien hat. Ich brauche noch 4 Upgrade-Modules. Fuck, verstehe ich nicht. Oh, oh, die brauchen wir, glaube ich, alle, so in ungefähr. Hui, ich habe eine Höhle gefunden. Unter Wasser? Ja, ich habe hier einfach mal nach unten gebaut und jetzt läuft die Höhle voll. Ich meine, auf dem Ozeanplaneten sollte die dann nicht schon unter Wasser stehen, so ein bisschen. Und wer macht hier einen auf Darth Vader? Oder ist das Darth Vader? Hm. Ja, wie viel Kelp habe ich denn? 214, 300 brauchen wir. Mist. Es gibt ja auch Ressourcen. Bring mit. Ich muss mich erstmal gegen solche komischen Pyramidenviecher verteidigen. Ich brauche Softbricks. Wolltest du bloß mal erwähnt haben, ja? Ich auch. Ich melde es nur an. Och mein Gott, jetzt bringen wir hier Insider. Aber wer zugeguckt hat, der weiß, woher es kommt, ne? Kazuk, weißt du, woher das kommt? Was denn? Ich habe nicht zugehört. Ich brauch Softbricks. Wahrscheinlich wegen Matzes Gedöns da hinten. Ich melde es nur an. Oha. Oha. Holy moly. Do it again. Was hast du jetzt schon wieder gemacht, Kazuk? Ein Riesenschiff-Upgrade bekommen. Alter Verwalter. I'm Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise. Kennt ihr hoffentlich alle. Wenn nicht, muss ich schimpfen. Noch nie von gehört. Nee, vollkommen fremd. Ja. Der will mich verarschen, das weiß ich. Nein, würde ich nie machen. Nö. Ich hab doch gar keinen Arsch. Ich kann niemanden verarschen. Wer hat ihm meinen Spitznamen verraten? Aber ich baue nachhaltig an und ab, also das, was ich abreiß, baue ich gleich mehrfach wieder an. Sodass der ganze Kelp hier wieder sprießen kann. Habe ich nicht gemacht. Bis zum nächsten Universums-Vibe oder so, aber dann ist ja eh egal, weil dieser Planet, den nehmen wir doch eh nur zum Looten. Ein Dungeon. Keine Ahnung, wie groß, vermutlich bloß ein Mini-Dungeon. Und jede Menge Titanium. Ich habe 320 Kelp, aber ich werde wohl unserem Ressel was mitbringen, oder hast du selbst schon? Nee. That's the spirit. Ja. Yep. Und deswegen bin ich die arme kleine Kammelquappe. Ich genieße gerade diese Stille unter dem Ozean. Das ist richtig schön. Ja, ich Ach, scheiße. Ich habe so ein komisches Meta-Manipulator-Geräusch im Ohr. Nee, also das ist wieder so ein typischer Starbound-Moment. Da hockst du da, ne, und der ganze Frieden der Welt bricht über dich hinein. Außer jetzt kommt der scheiß einäugige Fisch und sein Bruder Retardo. Mist. Ihr versaut meinen Zen-Buddhismus. Oh. Das ist aber einladend hier. Nicht eher ausladend? Oh, mit so Ketten vom Dach und alles. Schön. Ach, schön. Wie zu Hause. Ja. Da, wo wir die Fische zum Trocknen aufgehangen haben. Goldfische und Eckies. Ich wiederhole mich nur. Aber wo wir vorhin ja bei Folterkeller waren. Musikantenstadel. Oh, nee, komm, jetzt übertreibt man nicht. Was hat da gepiept?
bin eine Sardelle, müsst mich lieb haben? Nein. Immer dieser Liebesentzug wie bei Mama. Du sollst dich wie zu Hause fühlen. Ja, super. Hier liegen noch Kelbreste rum, da hat jemand nicht sauber abgetragen. Du müsstest ja irgendwann auf ein Thumbnail an. Wenn das gut ist, dann müsstest du ja irgendwann auf einen nach unten führenden Schacht treffen. Ich glaube, da bin ich schon vorbei. Aber ich bin mir nicht sicher. Naja, hier führt was nach unten, aber das ist eher so eine. Ich habe mich einfach. Nee, da ist Sand. Ich habe mich einfach ganz nach unten gebaut und dann irgendwann eine Sanddecke eingezogen. Naja, da können wir immerhin mal so ein Ocean Planet in all seiner Pracht zeigen. Und jetzt kommt schon wieder so ein Augenfisch. Die sind voll assi. Mach ihn platt. Nach Hause. Ach nee, der wohnt hier. Ach, der wohnt bestimmt fünf Flossenschläge weiter. Also die kannst du ruhig nach Hause schicken. Nee, jetzt muss ich warten, bis dieses ganze Kelp in seiner phänomenalen Geschwindigkeit hier runtergerutscht ist, bis ich es einsammeln kann. Du kannst mir entgegenschwimmen. Nee, das muss ja aufkommen, damit's zerfällt in seine Einzelteile. Und da war halt ein Graben und so. Was hab ich denn davon mitgenommen? Ich hab 342 davon. Da muss ich ja gar nicht so viel für Wrestle sammeln. Wie viel brauchen wir eigentlich davon? Jeder 300, glaube ich. Ach so. Ich. Ehrlich? Ja. Wow. Und ich hab 454 dabei. Das müsste jetzt jemand ausrechnen, der besser in Mathe ist wie ich. Oh, hier stehen Säulen und hier ist ein Anker. Aber das sieht aus, als wäre er Hintergrunddeko. Wenn ich den jetzt abbauen will, dann ist er weg. Ja, stimmt, kann man nicht nachgucken. Ja, die Kelbquest haben wir noch nicht. Ist so blöd mit dem Nachgucken. Na, ich habe die schon so oft gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das 300 Stück sind. Ja, ich glaube auch, das war eine größere Menge. Ich glaub, man muss ja was leisten. Ja, nicht, dass das schwer ist, das Zeug zusammenzubekommen. Ertränke ihn. Okay, gleich habe ich genug Geld für alle gesammelt. Oh, hier sind leuchtende Unterwasserpflanzen. Oh, hier sind Diamantenfels. Huh, 3 Diamanten für Umme. Jo, gern. Ich hab was anderes Schönes entdeckt. Eine Begonie? Nein, eine Dungeon-Tür. Ach, so ein Challenge-Ding? Ja. Viel Spaß. Ich würde ja kommen, aber ich muss ja noch ein bisschen Kelb pflücken. Und Wasser eigentlich irgendwie auch noch mitnehmen. Jetzt kommt er wieder mit solchen Ausreden. Immer bin ich. Ich glaube, ich muss noch mal so frech werden wie das letzte Mal. Du meinst so handzahm. Wollt ihr mich verarschen? Nö. Ich war in den letzten Folgen richtig fies und böse und gemein. Handzahm. Und beleidigend und anzüglich und alles. Oh, wie schön diese kleinen. Diese wunderschönen, lieben, kleinen Quallen. Soll ich da jetzt wirklich alleine reingehen? Was, ja, wenn ich draufgehe? Ich kann mitkommen. Ich komme mit. Ja, warte. Ich bin auch gleich da. Ich habe hier eben nur den Wissenschaftler getötet und sein Labor ausgebaut. Und das ist wirklich dieser Planet? Ja. Hast du wieder zugebaut oben? Ja, sag dich doch, ich habe da eine Wand eingezogen. Ich glaube, die Wasserreste hier drinne sind von dem, was reingeflossen ist. Autsch. Warte, ich teleportiere mich schnell zu dir. Dein Popcorn magst du nicht haben? Ich bin gleich mit dem anderen Zeug fertig. Sonst macht es doch bloß das Inventar voll. Hallo. Hallo. Oh, du siehst heute wieder sexy aus in deinem blank polierten Metalldingsbums. Folgen wir ihm auf zum Atem. Ach, du hattest da nochmal extra Popcorn hingeschmissen. Mhm.
Oh je. Das ist nochmal dein Anteil von der letzten Charge. Und shit. Ach, dann kann ich diesmal vielleicht an so eine versteckte Kiste dran, weil ich den Rolleball hab. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Das hab ich ja noch nie erlebt. Aua, sterbt nicht, sterbt nicht. Das sind ja massig, das sind ja... Also, das wird ja noch mal herausfordernd hier. Oh Scheiße, oh Scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe die Erze von irgendjemand aufgesammelt. Von mir bestimmt. Bin ich der Einzige, der da noch lebt, oder? Nein, ich lebe auch noch. Okay. Ich bin wieder gespawnt. Also ich... Oh Gott, heil dich doch. Dummer Roboter. Ja, also ich bin einmal gestorben, so ist nicht. Müssen meine gewesen sein, die du gefunden hast. Okay, naja, kommen ja eh alle in die große Kiste am Ende. Ganz genau. Da ist der Weg jetzt offen, okay. Aber ich hinten haben wir. Ist doch immer eine versteckte Kiste. Hier ist was für ein Rolleball. Rolleball hier hinten links. Ich komm. Das ist Teamwork. Ich hab jetzt eine Waffe. Eine Pistole. Wupp. Och, 120 Pixel, das war ja mal voll für den Arsch. Ja, gut, aber 120 Pixel, haben oder nicht haben. Ja. Okay, da unten ist nichts mehr. Man nimmt's halt mit. Ah, gut, will die Kiste haben. Ja, gut, dass ich hier nicht alleine rein bin. Ja. Okay, so, haben wir alles erledigt. Level? Nee, leider immer bloß einer, aber so ein Level habe ich noch nie gehabt. Ja, ich auch noch nicht. Sonst waren es immer Jump'n'Run-Einlagen. Mhm. Konnten wir echt was Neues zeigen. Ja, das hatte ich auch im Wildsheim Let's Play noch nicht. So, ist das Popcorn noch da? Ja. Oh, Glück. Das war nix. Was? Ach, ich bin gerade irgendwo runtergefallen. Ach, ich hätte für dich auch noch 300 Kelp, aber... Ja, die Quest haben wir ja eh noch nicht. Genau. Aber ich glaube, wenn China und ich was abgeben, kriegen wir sie. Die müsste da eigentlich direkt drauf folgen, irgendwie so ein bisschen. Ach, ich habe vergessen, genug Wasser abzupumpen. Egal. Ich habe auch noch ein bisschen Wasser mitgenommen. Und es regnet ja auch immer mal wieder, also ist ja nicht so... Schon ganz schön tief, ne? Ja. Man muss auch mal wollen. Das wollte ich eigentlich nicht, was da passiert ist. Das Sterben? Ja, okay. Nee, also draufgegangen bin ich nicht, aber ich wollte nicht so tief runter auf einen Schlag. Wär's Wasser jetzt da gewesen, ne? Hättest du schwimmen können. Ach, ist das schön, mit dieser neuen kleinen Gießkanne zu gießen. Oh, der Zucker erschreit nach Wasser. Als würde er beim Rumbrennen danach nicht genug Wasser kriegen. Hm. Gab ja mal wirklich so ein schönes Alkohol-Mod für Starbound, wo man Bier, Wein, Rum, Whisky und so weiter machen konnte. Konnten wir auch Met herstellen? Glaube ja, also das müsste eigentlich alles drin gehabt haben, aber das wird leider nicht mehr unterstützt, beziehungsweise der das gemacht hat, der hat halt nicht weitergemacht. Und wenn du da halt so 100, 200 Rezepte hast, die du dann alle auf eine neue Version anpassen musst, ist halt ätzend. Ja, könnte der Grund gewesen sein, warum man nicht mehr weitergemacht hat. Ja. Naja, schon wieder so ein Klieb. Du hast ihn doch lieb. Da hast du was falsch verstanden. Fuchtel, Fuchtel. Kick the baby. No, don't kick the baby. Kick the baby. Kick the fish. Nope. Und auch nicht salzen und nicht ein Zitronen. Aber zum trockenen Aufhängen ist in Ordnung. Das geht. Manchmal ist auch er zu feucht. Er hat manchmal eine sehr feuchte Aussprache. Ich bin der Meinung, er hat das ständig. Nicht nur manchmal. Ich bin nur einmal zu nah an ihm dran gestanden.